Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Goat Simulator. Heute spielen wir mal auf dem Junkyard und nehmen wir noch einen Mutator dazu? Ich weiß es nicht. Wollen wir noch einen Mutator dazu nehmen vielleicht? Wir nehmen die Dead Goat dazu und drücken direkt auf Play. Eine weitere Sache habe ich noch für euch, das kommt dann in der nächsten Folge. Ich habe mal wieder ein bisschen im Steam Workshop gestöbert und ja, hier sollen irgendwie ganz viele Sachen sein, die sich schnell bewegen. Und viele Sachen sein, die explodieren können. Und dann wollen wir das mal gucken, wo wir da... hier können wir auch mal irgendwie... Warte mal. Nee. Irgendwie konnte man Party machen. Auf G eigentlich. Aber das geht nicht. Da oben stehen die Ninja Turtles. Die sind ein bisschen verpixelt gerade. Ist die Grafik schlechter geworden? Das kann ja eigentlich nicht sein. Das kann man schon... Wir sind auf einem riesigen Bündel Dollarnoten und fliegen verrückt durch die Luft. Ja, das ist die richtige Taste. Da kann ich Musik machen. Ja, cool. Wir können hier also auf einem riesigen Dollarschein Fax machen. Und hier sind nur Ninja Turtles. Wie heißt der Rote? Und Ziegen. Ziegen. Oh, oh, ui. Da möchte ich rein. Ui. Alter. Was für eine verrückte Map. Da haben wir doch jetzt endlich mal was gefunden, wo man sich auch ein bisschen austoben kann. Nicht so wie das Candyland, wo das Spiel einfach nur abstürzt. Au! Okay, das hat mir gerade ungefähr meine Ohren zerfetzt. Weil ich schon wieder die falschen Kopfhörer benutze. Und guck mal, da der Turtle, der fliegt da immer wieder rein. Und der Container offensichtlich auch. Ich möchte auch nochmal kurz. So, jetzt versuchen wir mal auf dem Dollarschein zu landen. Mal gucken, ob das klappt. Nein! Knapp daneben ist auch vorbei. Und irgendwo sind hier auch Möwen. Komm, wir schmeißen noch ein bisschen was zu, oder? Zack. Zack. Mal gucken, wann sie wieder hochkommen. Oh, können wir da mit dem Fahrrad reinfahren? Achso, ja. Wir müssen natürlich jetzt auch Musik hören dabei. Und... Oh, da passiert nicht so viel. Okay. Aber... Ich mach mal die Musik wieder aus. Wo ist denn der Turtle hin? Fliegt der jetzt irgendwo rum? Ich sehe ihn nicht. Aber da oben sind noch Gegenstände in der Luft, da könnte man ja auch mal versuchen dran zu kommen. Hui! Fliegziege! Flieg Richtung Sonne! Ziege, grüß mir die Sonne! Nee, wie hieß das? Flieger, grüß... Was ist das denn hier? Ein Schinken und eine Pfanne? Was passiert, wenn man dazwischen kommt? Wer baut denn sowas? Irgendwer mit viel Humor baut solche Dinge, glaube ich. Mir gefällt das. Was ist das? Ganz viele kleine Autos. Ich glaube, die ganzen kleinen Autos sind gerade explodiert. Alter! Wow! Und die ganzen Trucks da auch. Alter! Was passiert denn hier? Hier liegen brennende Schildkröten auf dem Boden. Und jetzt fangen sie auch noch an zu schreien. Und vielleicht... Was passiert, wenn man die da reinschmeißt? Ich habe das angeleckt übrigens. Mal gucken. Ich hab's angehalten. Alter. Ganz kurz. Oh oh. Oh oh. Oh, wenn man da noch den Michael Bay Mod mit reinnimmt, ne, dann geht's ab. Das verspreche ich euch. Dann kommen die Explosionen. Guck mal, Ziegenmatsch. Kennt ihr das Spiel Pflaumenmatsch? Pflaumenmus? Pflaumenmatsch? Hieß es, glaube ich. Das ist so ein ganz altes Kinderspiel. Daran musste ich gerade denken, als ich das sagte. Oh. Das mit dem Fahrradfahren klappt halt eher so wenig gut. Die Dead Goat kann sehr schlecht Fahrrad fahren. Was vielleicht auch an mir liegt. Naja. Gucken wir mal weiter. Ich habe jetzt leider aus Versehen eben schon viel zu viel kaputt gemacht. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Zur Not müssen wir gleich noch einmal auf Reset drücken. Hier ist ein riesiger Baseballschläger, der auf den Boden schlägt. Dem... Komm. Okay. Au! Ja, die Ziege ist auf jeden Fall relativ widerstandsfähig. Kann man dagegen? Nein, da passiert nichts. Was kann man denn mit dieser Hütte wohl machen? Nichts, aber da ist eine riesige Rutsche. Aber da man... Oh, das Sofa sieht so aus, als ob es mich da hochschlägt. Okay. Auf. Wow.
wollte eigentlich mal die Rampe dann da hochgeschlagen werden. Das hat ja nun jetzt gerade nicht so gut geklappt. Und die Möwen nerven mich. Wo sind diese scheiß Möwen? Die möchte ich wegmachen. Guck mal, das Wasser fließt nach oben. Okay. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir out of the map. Nö, wir sind unter der Map. Auch cool. Vielleicht können wir von hier auch wieder hochlaufen. Das probieren wir doch direkt mal aus. Nein, können wir nicht. Dann müssen wir jetzt einmal hier auf Restart drücken und tut mir leid, die Ladezeit, ach, die ist ja auch relativ schmal gewesen jetzt, ne? Aber immerhin haben wir jetzt wieder alle Dinge, die explodieren können dabei. Und hier sind riesige Aktenschränke mit Autos drin, oder was? Sind da Autos drin gewesen? Oder standen die da drauf? Ich hau da nochmal einen gegen. Vielleicht fällt das dann ja mal so um. So, geht doch. Und die kleinen Autos explodieren halt genauso heftig wie die großen. Jo, tun sie. Deswegen kann man damit fantastische Spielereien machen. Und hier hat jemand LKWs kunstvoll aufeinander gestapelt. Damit wir diesen Weg hier runtergehen und hier was tun. Wahrscheinlich sollen wir da einmal gegen... Na, das hatte ich mir spektakulärer vorgestellt. Schade. Oh, da ist noch ein LKW gelandet. Aua. Ich möchte nur hier hoch. So, sehr schön. Oh, oh, da kommen noch mehr... Da fliegen noch LKWs durch die Luft. Nun gut. Und Turtles? Wo kommen die denn alle her? Oh mein Gott, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Nein. So, da bin ich wieder. Ja, das Spiel hat sich einmal gerade kurz verabschiedet. Da ist einfach zu viel passiert. Ich glaube, dass die LKWs hier auf anderen LKWs gelandet sind und dann einfach alles in die Luft geflogen ist. Und naja, das Spiel hat halt, ihr wisst das ja, es hat seine Probleme mit extrem vielen Dingen, die passieren. Also wenn sie hintereinander passieren oder gleichzeitig passieren, dann stürzt es gerne mal ab. Das haben wir ja in Candyland gesehen. Zum Beispiel mit den Zombies, dass das nicht lange gut ging. Oh, das ist eine Matratzenburg. Guck mal. Okay. Jetzt fliegen hier brennende Ninjas mit einer brennenden Ziege in einer Matratzenburg rum. Und es wird immer schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Alter. Das stürzt doch gleich wieder ab. Ja, tut mir leid. Ich muss das dann wieder so blöd zusammenschneiden. Aber es geht einfach nicht anders. Das Spiel verabschiedet sich halt von Zeit zu Zeit mal. So, kommen wir jetzt hier vielleicht wieder raus. Okay, wir drücken einfach auf Respawn und dann sind wir wieder da. Wir müssen uns das ja nicht unnötig kompliziert machen, ne? Oh. Und dann sprengen wir mal den Turm hier. Achtung. Guck mal, wie weit die fliegen können. Ist das schön. Aber die landen jetzt bestimmt wieder auf irgendwelchen anderen dummen Sachen. Und, oder? Nein, es sind auch schon fast alle wieder gelandet. Jetzt nämlich. Das war knapp. Das war knapp. Fast wären hier diese Tanker explodiert. Sind sie aber nicht. Ich habe übrigens jetzt gerade beim Neustarten vergessen, da nochmal einen Mutator reinzumachen, was aber nicht so schlimm ist, denke ich. Auf den können wir wohl verzichten. Dann haben wir nämlich beim Fahrradfahren auch keine Musik mehr. Also nicht mehr noch mehr Musik, als wir sowieso schon haben. Das reicht ja eigentlich. Boah, guck mal, wie gut ich schon Fahrrad fahren kann. Boah! Das klappt. Sensationell. Gut. Hier wäre der Wal vielleicht auch mal ganz interessant. Ach, guck mal, die Ziege legt sich in dem ausgebrannten Container hier schlafen. Auch schön. So. Haben wir jetzt, hat sich hier alles beruhigt, dann kann ich nämlich weitermachen. Da landet noch ein Trümmerstückchen. Was ist das denn hier eigentlich? Können wir das umwerfen? Wenn ich das anlecke, was passiert dann? Komm. Nix. Da krieg ich Punkte. So ein paar. Tschüssi. Der kommt nicht wieder hoch. Der ist tot. Oder ist er hier gerade hochgeflogen? Nö. Irgendwann kommt da bestimmt mal einer hoch. Da! Da! Da fliegt ein Stück Ziege! Ja, hier kann man auf jeden Fall schön viel unternehmen auf dieser Karte. Das finde ich gut. So, seid ihr jetzt da unten schon? Wie viele sind denn da in dem Mixer? Was passiert, wenn ich da dran lecke? Alter!
Ja, schön. Guck mal. Dann rastet das völlig aus hier. Und wenn ich dann wieder loslasse... Oh. Okay. Jetzt habe ich dran geleckt. Und jetzt passiert hier, mir wird gerade schlecht. Ich muss damit aufhören. Und wo zum Teufel bin ich denn jetzt gelandet, Alter? Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich würde sagen, wir drücken nochmal auf Respawn. Das hätte sonst nicht... Und wir... Ah, guck mal, die stehen doch hier bestimmt nur in Reihe geschaltet. Damit wir die da reinschubsen können, oder? Zack. Die Map gefällt mir auf jeden Fall. Komm jetzt mal in die andere Richtung. Oh Mist, das ist nicht weit genug geflogen. Ach Mann. Die ist zu weit geflogen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Spielzeug hier. Ups. Er tanzt noch ein bisschen. Das wird er sich da anders überlegen. Wohin? Oh, ich glaube, das Trümmerteil ist auch noch gegen das Sofa geflogen. Hier liegt eine riesige Gabel. Was macht denn da... Was passiert denn da hinten eigentlich schon wieder? Ah, hier fliegen noch LKWs durch die Luft. Okay. Was macht man mit so einer riesigen Gabel? Vielleicht sollten wir uns auch mal mit dem Map Constructor, Level Editor, wie auch immer man ihn nennen möchte, beschäftigen. Vielleicht kann man damit furchtbar lustige Sachen machen. Vielleicht probieren wir das einfach mal aus zusammen und bauen uns auch irgendwas Cooles. Boom! Ja, da war der Explosionssound irgendwie gerade deaktiviert. Aber es ist was explodiert. Auch wenn es keiner gesehen und gehört hat. Wir haben es gefühlt. Und ab in den Mixer! Wuhuhu. Komm, landen wir doch mal direkt da bei den Ninja Turtles. Gucken, was die so machen. Und zack, der läuft auch noch vor der Sofa. Und wir gehen mal hinterher, würde ich sagen. Nö, uns erwischt das nicht mehr. Doch, uns erwischt das auch noch. So, wo landen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wo landen wir wohl? Landen wir zwischen der Pfanne und dem Bacon? Oder landen wir in dem Container mit dem... Nein, wir machen nichts. Doch, wir hüpfen noch. Okay. 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 Hallo! Die respawnen ja sogar relativ schnell. Und er kommt dann nicht wieder raus und hält sich die Augen zu. Ist das nicht süß? Allerliebst. Den lecken wir an und ziehen ihn damit rein. Das ist ein guter Plan. Nein, er war zu schnell. So, jetzt versuchen wir nochmal in dem Container da zu landen. Dafür fliege ich aber viel zu weit in die falsche Richtung. Ah. Aber vielleicht noch ein Anlauf. Ich probier's nochmal. Ich lass mich nochmal da rein mixen. Also wer immer diese Map gebaut hat. Coole Sache. Echt. Und da liegen auch Autos drin. Vielleicht können wir... Warte mal. Wir versuchen mal da drin zu landen und dieses komische Konstrukt hier zu sprengen. So, was machen wir jetzt hier drin? Können wir hier wieder rauslaufen an der Wand? Oh, geht das? Ja, das geht. In den nächsten... ja. Cool, hier kann man auf jeden Fall den Wall Run üben. Haben wir jetzt eigentlich alles schon gesehen? Oder gibt es noch irgendwo was? Da ist was. Da in diesem Turm kann man doch bestimmt auch noch irgendwas tun. Das sieht mir so aus, als wäre es ein Turm, an dem man was tun könnte. Außerdem sind hier die Möwen wieder. Und hier steht noch eine Ziege. Das ist die, die es eben nicht richtig erwischt hat und wieder nicht. Die hat viel zu viel Glück. Okay, das explodiert nicht. Gegen den Zaun rennen ist halt auch einfach doof. Das müssen wir kaputt machen. Und hier ist eine Treppe nach oben. Dann laufen wir die doch mal hoch. So, was gibt's denn hier noch? Ich glaube, wir haben fast alles durch, oder? Da beim Haus könnten wir auch nochmal gucken. Ansonsten haben wir wieder eine tolle Map kennengelernt.
Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer unten in diesem Beschreibungskästchen. Da sammle ich das dann alles für euch. Boom. Und ich habe eben bei Steam gesehen, wie lange ich dieses Spiel schon gespielt habe. Insgesamt verrückt, dass man so einen Mist so viel Zeit widmet. Naja, egal. Ihr wolltet es so. Die Views sprechen für sich, würde ich mal sagen. Hui. Hui. Oh, was macht er denn da? Ein Trümmertanz. Hör auf damit. Hier wird nicht in den Trümmern getanzt. Komm mit. Wir gehen jetzt auf große Tour. Es sieht ein bisschen aus wie Shrek im Gesicht. Das ist... ja. Es ist vielleicht eine Mischung aus Ninja. Das ist der Ninja Shrek. Hui. Immer mit. Man fliegt zu zweit auch ungefähr genau so weit wie alleine. Da ist ordentlich Kraft hinter. Und jetzt landen wir nicht da drin. Natürlich nicht. Warum auch? Oh, man kann das umschmeißen. Okay. Das hätte mir auch mal einer sagen können, dass man die Dinger umwerfen kann. Die nicht, ne? Nee, die nicht. Da die aufeinander gestapelt sind, funktioniert das nicht so gut. Aber wir können hier die nochmal ein bisschen in die Luft bewegen. Guck mal, ist das ein Traum. Lass mich in Ruhe. Da waren offensichtlich keine Autos drin. Hier sind nochmal 3 Stück. Können wir davon eins mitnehmen? Oh, wir können davon eins mitnehmen. Was mache ich denn damit jetzt? Das wird total verrückt. Ich springe damit in den Mixer. Hui. Und jetzt lasse ich es mal los. Mal gucken, ob es irgendwo landet und explodiert. Jo. Tut es. Tut es. So, ich glaube, ich habe hier jetzt gleich wirklich alles zur Explosion gebracht, was es hier so gibt. Ist der offen? Nein. Es könnte auf jeden Fall wieder ein Update kommen hier für das Spiel. Irgendwas müssen die sich doch einfallen lassen noch. Kann nicht sein, dass das jetzt schon... Was war das denn? Dass es das jetzt schon war, oder? Oh, ein Sofa. Ein Sessel. Da setze ich mich hin. Hallo, Sessel. Der fliegt weit. Schön. Hallo, Ziege. Kommst du mit in den Mixer? Nein, du nicht. Okay. Kommt einer von euch mit in den Mixer? Was habe ich denn jetzt angeleckt? Ah ja, die Ziege. Okay, dann gehen wir nochmal auf eine letzte Runde mit der Ziege in den Mixer. Und dann denke ich, soll es das auch gewesen sein. Aber wir versuchen nochmal in dem blauen Container da zu landen. Vielleicht klappt es. Nein, es klappt nicht. Schade. Tja, Leute. Ich würde sagen, ich habe euch jetzt nochmal eine neue Map gezeigt hier. Ein bisschen Unsinn angestellt und naja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, was auch immer. Wenn ihr nochmal irgendwas sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst es bleiben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir irgendwas Neues, Verrücktes ausprobieren beim Let's Play Goat Simulator. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi!